Hi, Leo zusammen, und da sind wir auch wieder. Oh, jetzt ruckelt es auch ganz schön. Ja, wir mussten auf den Friedhof. Das habe ich gerade eben schon mal gemacht, aber vergessen aufzunehmen. Großartig von mir. So. Zum Glück habe ich nichts abgespeichert, sonst hätte ich das jetzt überhaupt nicht sehen können. Na, dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Hi. Da müsst ihr weg, wenn der so auf den Boden stampft, dann stunt er euch nämlich. Wenn der genau diesen Move macht, dann müsst ihr einfach weglaufen, ein bisschen im Kreis, nichts Besonderes. Da kommen so Stacheln aus dem Boden. Komm. Dieses Stun könnt ihr euch aber auch zum Nutzen machen. Oh, jetzt habe ich eine Kopie von mir erschaffen. Da müsst ihr schnell weg. So, ihr habt nämlich hier diese... Hopp. Hopp. Dingelchens. Genau. Bom, bom. Und immer wenn der dabei schlägt, wird er nämlich gestunt. Nicht sehr lange. Aber ein bisschen. Okay, und wenn der das macht, ist nämlich das Problem. Dann bist ihr auf eins von diesen Dingern drauf. Das heißt, irgendwann habt ihr keinen Rückzugspunkt mehr. Und dann macht's Kadüsch. Sieht sehr schön aus. Ist absolut tödlich. Und jetzt macht er das. Genau, da beschwört er diese Knochendinger. Aus denen dann Gegner kommen. Nenn ich schnell genug Zeit. Jetzt habe ich natürlich hier ein echtes Problem. Ansonsten könnt ihr eigentlich relativ easy ausweichen. Ich weiche mal relativ. Ach, ich hasse dich. Jetzt macht er schon wieder den Mist. Okay, jetzt macht doch Schaden, wenn er drüber läuft und verlangsamt durch. Aha. Ansonsten, der ist nicht schwer. Was macht der? Ah. Ich muss ihn nur mal wieder zu so einem, was auch immer, das ist eine Frucht oder so, locken. Na, das war's. Und bam. Ja, der nimmt übrigens auch keinen Schaden in dem Moment. Warten wir kurz, bis er sich ausgekaspert hat. Das war schlecht. Bumm. Ja, da haben wir uns noch mal, haben wir noch genug. Ich lasse mal noch mal hier. Komm, mach noch mal deinen. Und damit hätte man auch schon. Schwer war er nicht.
frage mich auch immer noch, was das jetzt mit diesen Seelen hier zu tun hat. Ich meine, klar, die treffen uns, aber... Was das zu bedeuten hat, wird hoffentlich irgendwann noch geklärt. Wir nehmen die ja irgendwie in uns auf. Allerdings machen wir das ja mit normalen Gegnern auch und die sind nicht ansatzweise so heftig bei der Reaktion. Der steht noch hier, hallo? Ach, er löst sich auf. Und wir bekommen meine Großaxt. Yeah! Braucht kein Mensch. Der Friedhof wurde geplündert. Die größte Verwüstung findet man am Grab dieses Mörders, des Heuters. Ist dies das Werk eines Räubers? Oder hat sich der Mörder aus seinem Grab erhoben? Niemand glaubt mir, aber diese verfluchte Seele muss zur Ruhe gebettet werden. So, noch eine Schriftrolle. Als die Richter den Gott verbannten, verschwanden die Roger und mit ihnen der gesamte Tempel. Die Menschen sagen, dass man manchmal im Gebirge der Hand Gottes ein Trugbild des Tempels sieht. Könnte es sein, dass er irgendwie in eine Art andere Dimension gezogen wurde? Wer weiß das schon so genau? Die Story ist mir auch noch nicht 100% klar. So viel steht fest. Wir müssen uns gegen die hier verteidigen. Punkt. Ich glaube, mehr wurde noch nicht wirklich offenbart. So, ich glaube, jetzt müssen wir zurück und gucken, wie viel Seelen wir überhaupt haben. Naja, für einen Punkt reicht es gerade so. Kann man Ausdauer setzen. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Die Sense sah mir doch recht gefährlich aus, aber dich konnte sie nicht abschrecken. Hab schon Schlimmeres mitgemacht. Nun sieh einer an, was die Katze da wieder angeschleppt hat. Kassler, das ist Jetka. Sie sucht nach irgendwas ganz Besonderem. Du hast ja keine Ahnung, Harkin. Wie ich sehe, hast du einen Mönch aufgelesen. Mein letzter hatte nicht so viel Glück. Bezaubernd. Du weißt wirklich, wie man bei einem Gespräch das Eis bricht. Jetka, lass mich raten. Du hast doch hier irgendwas vor. Was glaubst du denn? Ich weiß, welche Geheimnisse hinter der Wegpforte auf uns warten und ich werde mir das nicht entgehen lassen. Was ist auf der anderen Seite der Wegpforte? Sie trennt unsere Welt vom Reich der Roga. Die Pforte führt zu einem verlassenen Tempel, der einst den Menschen gehörte. Die Roga greifen von dort aus an. Antanas befahl mir, mich dorthin zu begeben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihre Invasion aufzuhalten. Wie soll uns das zu Antanas führen? Das wird es nicht. Noch nicht. Als erstes müssen wir das Gebiet sichern. Und mit wir meine ich dich. Mit diesen Verletzungen wäre ich eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich arbeite sowieso besser alleine. Betritt jetzt die Wegpforte, Harkin. Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Ja. Also bin ich wieder auf mich allein gestellt. Aber das kennt man ja. So, mal gucken, was uns hinter diesem tollen Portal erwartet. Dumpdido. Unglaublich. Hinter der Pforte ist keine Kammer, sondern eine andere Welt. Sie wirkt vertraut, aber wie eine Kindheitserinnerung. Verzerrt, brüchig. Dieser Lichtstrahl. Ist das der Ort, nach dem du suchst? Ich werde allein gehen. Du hältst mich bloß auf. Also, wir sehen uns, Glatzkopf. Vielleicht. Warum sollte mir sie mich auch irgendwie antworten lassen? Sie führt Gespräche ja viel besser allein. So, aber es sieht ziemlich nett aus. Kann man nicht meckern. Gut, genug Sightseeing. Zurück zum Wesentlichen.
Hässliche Fresse. Er nahm sein bleiernes Schwert zur Hand. Kannst ja sogar reden. Und du ebenfalls. Ich bin überrascht. Was bist du? Gute Frage. Die irdischen Gesetze gelten nicht mehr für mich. Vor hunderten Lebzeiten verließ ich das Reich der Menschen. Ich habe keinen Namen mehr. Er ist lange vergessen. Hier spielt er keine Rolle. Du hast das Reich der Menschen verlassen? Von dem Moment an, als die Universen geboren wurden, begannen sie zu sterben. Es ist unausweichlich. Nichts bleibt gleich. Selbst du veränderst dich in diesem Moment. Direkt vor meinen Augen. Und ich mich vor deinen. Das ist total verrückt. So oder anders. Es macht keinen großen Unterschied. Was machst du hier? Etwas sucht nach mir. Etwas Wertvolles. Es wird mich erreichen. Stück für Stück. Was meinst du? Es wird kommen, wenn die Roga gehen. Die Roga werden nicht so schnell verschwinden. Gehen und kommen, kommen und gehen. Für mich ist das ein und dasselbe. Was suchst du denn für einen Schatz? Es ist ein Kristall. Ein ganz besonderer Kristall. Ein Kristall, der Risse zwischen den Welten erzeugen kann. Risse stark genug, um neue Wege hervorzubringen. Die Roga könnten diesen Kristall benutzen, um in unsere Welt zu gelangen. Den Kristall selbst findest du am Ort der Macht. Dem Ort, wo alle Energie sich sammelt. Nimm ihn an dich und die Roga-Herrscher sitzen fest. Dann bring ihn zu mir zurück. Ja. Creepy. Okay. Was war's? Was suchst du? Das ist diese ganzen Werkzeuge. Bist du eine Art Schmied? In mancherlei Hinsicht. Ja. Ja, das könnte man so sagen. Ich habe durchaus mit Waffen und dergleichen zu tun. Dann schmiede mir was. Ich könnte dir den Ozean geben. Und du bittest mich bloß um ein Glas Wasser? Gut, dann gib mir den Ozean. Zeig mir eine deiner Runen. Und mit dieser Rune kannst du jede beliebige Waffe verstärken. Das ist so nicht richtig. So, das ist die Erklärung. Das ist schön. Das ist auch schön. Ja, ganz toll. Darf ich jetzt? Gut. So. Makellose Feuer- und Giftruhen, es geht gut los. Ja, bei ihm könnt ihr halt die Runen, die ihr gefunden habt, identifizieren. Könnt ihr ja dann nicht mehr in Kisten und so weiter einsetzen. Dafür hat das Ganze noch einen anderen Vorteil. Was sagen die? Klappe. Herstellen. Genau. Ihr könnt das nicht in alle Waffen machen, sondern nur in spezielle, die auch dafür vorgesehene Plätze haben. Ist ja an sich klar. Glaubensanforderung. Ha, interessant. Gut, der hier hat zum Beispiel einen. Ups, das war falsch. Da kann man eine Giftrune reinmachen, dann hat das einen netten Dot-Effekt. Ich hoffe, er hat das Spalt. Andererseits, was aber besonders wichtig ist, das ist unser magischer Handschuh. Der je nachdem, welche Rune ihr reinmacht, einen komplett anderen Effekt bekommt. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf unseren Handschuh gehen, auf den Einzelschuss, beziehungsweise die Granate, da habe ich jetzt eine Giftrune reingetan. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Jetzt werfen wir nämlich nicht nur eine Giftgranate, sondern die hinterlässt auch so einen netten kleinen Nebel am Boden.
Der macht eine ganze Menge Schaden an Gegnern und das ist unfassbar praktisch. So. Vor allem bei den Gegnern, die jetzt kommen. Da können wir nochmal speichern und die nervige Frau ist auch schon wieder da. Wir stehen in deiner Schuld. Hakin, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Mal sehen, ob ich welche finden kann. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch mal nützlich machst. Wenn ich wüsste, wo die herkommen, dann könnte ich die vielleicht übersetzen. Habe ich noch was davon? Hakin, das wirst du nicht... Irgendwie redet die sehr abgehackt. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache... Ja, ja. Was hat es mit diesem Buch der Ahnen überhaupt auf sich? Es ist das Einzige, was mir von meiner Familie bleibt. Und ich weiß, dass sie die Vision hatten, dass ich einen großen Schatz finde. Ich hoffe, du gibst... Tja, ich hoffe, du stürzt auf dein Schwert und stirbst. Wie wär's damit? Ich habe einen Stab. Zuh. Amateur. Gut, da muss ich rein. Da muss ich erstmal speichern. Zip. Na dann, auf. Da muss es ja irgendwo einen Hebel geben. Sie kämpfen. Mittel, ah, ist uninteressant. Die wollen wir erstmal noch nicht stören, die können sich gerne gegenseitig zerfleischen. Da ist nichts drin, na gut, dann müssen wir nach unten. Ja, wie ihr seht, ganz kurz zumindest, hat er jetzt nochmal Schaden bekommen. Die Hunde sind ziemlich gefährlich, weil die springen sehr weit. Einiges kündigen die das auch an. Wenn sie es denn dann mal tun sollten. Könntest du mich jetzt bitte angreifen? Ich bin hier. Ja. Das macht der Gifteffekt. Ich könnte euch jetzt mal ganz kurz noch... Das zeige ich euch nachher. Hat er mich jetzt noch getroffen? Ich fasse es ja wohl nicht. Gut, was haben wir hier? Lichteffekte. Kommt aber sehr geradlinig hier durch. Naja. Da steht ja was Dickes. Die sind recht nervig. Die können nämlich Bomben werfen und die haben eine Armbrust. Und wenn die euch damit treffen, das haut ziemlich rein. Und zudem... heilen die sich noch einmal. Und, boah, ich halte echt nicht viel aus in Leder. Also der Unterschied von Rüstung ist hier so viel dazu. Immerhin habe ich ihn mitgenommen. Schon ganz schön gravierend. Ich glaube, mit Schwerrüstung haben die ganze 15 Schaden in mir gemacht. Hier sind es über 50. Na gut, dann eben noch einmal. Ich wette, mit Deutschen wäre mir das nicht passiert. Ach ja. Kann die nicht mal anvisieren von hier. Das ist ja nicht wahr. Stirbst du? Ja, okay. Ah, die gehen ja immer noch hier. Die Dicken sind eher mein Problem gerade. Mit Schild sind die einigermaßen machbar.
ist ja nicht wahr. Die hauen doch verdammt schnell zu. Da muss ich noch üben bei denen. Und lasst euch um Himmels Willen nicht von Feuer treffen. Das zieht euch so dermaßen runter. So, ein bisschen vorsichtig. Ah, jetzt sind doch schon diese Drecksbogen. Tür ist verschlossen. Kann man von der anderen Seite? Nee, kann man nicht. Okay. Also haben wir nur die verschlossene Tür und einen Gegner. Hier haben wir noch was. Tür wird von der anderen Seite blockiert. Dup. Ich suche einen Hebel. Ich konnte meine Tür öffnen. Yay. So, hier ist keiner. Okay. Habe ich noch eine Rune? Natürlich nicht. Na komm, da. Mittlerweile bin ich sogar schon zu blöd, einen Hebel zu benutzen. Ach ja, ich erinnere mich. Dab. Ein großer Nachteil des Spiels ist, dass es auch sehr weitläufig mitunter ist. Wenn ihr nicht genau wisst, wo es lang geht, sucht ihr euch mitunter dusselig und dämlich. Und das ist nicht unbedingt toll. Gut. Naja, was mache ich denn? Da komme ich doch nicht rüber. Oder? Da komme ich rüber. Lohnt sich das? Naja. Huiuiui. Ah, ich habe ihn sogar getroffen. Ja. Und die werfen noch solche Fallen, ich weiß aber nicht, was die machen. Ich vermute Schaden. Oh. Verdammt. Das Anvisiersystem funktioniert echt nicht ganz so gut, wie ich es gern hätte. So. Damit hätten wir alle. Jetzt geht es hier nach oben. Um festzustellen, dass wir keinen Millimeter vorwärts gekommen sind. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Toll. Was ist hier oben? Nur noch eine Kleinigkeit zum Einsammeln. Na gut, probieren wir das. Hat sogar funktioniert. Yay. Oh. Muss ich echt oft heilen mittlerweile hier. Entweder muss ich besser werden oder wieder anfangen Schilde zu benutzen. Was haben wir bekommen? Schwerter sind für Sterbliche. Doch dieses Schwert, es ist etwas anderes. Wenn ich es nur mit diesen Runen erfülle, dann ist es ein Schwert für Götter. Aha. Gut. Oh, hier. Das ist es doch bestimmt, oder? Ja, das ist es.
Ich hasse. Das ist jetzt nicht fair. Ich habe keine Ausdauer mehr. Typen mit Schilden, ganz groß. So. Mit anderen Waffen hampelt er nicht erst noch so nutzlos rum und dreht sich dreimal in der Luft. Da ist das sinnvoller. Dich kann ich immer noch nicht öffnen, dann geht es einfach zurück. So. Weil ich hier noch nicht alles abgesucht habe, denke ich. Oder doch, eigentlich schon. Gut, sehr schön, hätten wir das geschafft. Das war der einfache Teil. Ein bisschen XP haben wir auch bekommen. Yay. Ganzen Punkt können wir vergeben. Vitalität bräuchte ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr hier. Ab und zu bekommt ihr auch... Habe ich jetzt gerade natürlich keine. Genau diese Dinge. Da bekommt ihr halt tatsächlich einen zusätzlichen Attributspunkt. Das Ganze gibt es auch nochmal für Magie. So, hier muss ich aufpassen. Ist nämlich so ein blöder Heinz. Irgendwo dort nach hinten, na super. Ich hasse diese Typen, wenn die irgendwo am Arsch der Welt ihren blöden Rückzugspunkt haben. Aua. Und ich die einfach nicht töten kann. Aua. Und ich darf mich auch nicht von ihnen treffen lassen, ich werde wieder feststellen. Das war knapp. Ich bin ein bisschen rollfaul geworden. Moment mal, es ist hier irgendwo. Ne, geh weg. Yay. Ist direkt hinter mir. Ach, hier. Klon hilft hier eigentlich ganz gut. Das war knapp. Ich meine, die geben ja auch 1020, aber es ist halt... Schlüssel, sehr schön. Ziemlich nervig trotz alledem. Vor allem, weil die einen mit einem Schlag fast ausnocken. Jetzt hat er mich gesehen, ja, ganz geil. Und tschüss. Was er gerade gemacht hat. Aua. Der kann nämlich diese Hunde kontrollieren. Und wenn die dann zufällig in der Nähe sind, werden die auf dich aufmerksam. Gut, funktioniert das schon? Nein, natürlich nicht. Hier muss ich noch irgendjemanden umhauen, damit es funktioniert. Da meldet sich der Timer. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier zurück.
Dab, 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 dab. Dass ich das übersehen habe, dieses blöde Herz. Okay. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Also dann, reingehauen.